Check. Und die Kisten? Ja, check. Das Versorgungsmaterial? Check. Die großen Kisten? Check. Und das hier? Check. Das Zeug? Check. Ach du Scheiße! Wir werden bezahlt, wenn wir fertig. Zentral, wir werden bezahlt, sobald wir fertig sind. Und keinen Scheiß, okay? Team 1 melden. Shit. Wir machen mit dem Wärm weg. Obwohl. Komm. Scheiße! Das geht mal leicht, ey. Tja, das war schon wieder alle, hä? Okay. Die wollte ich jetzt nicht schnappen. Was machst du, Fischer? Guckst du die Bilder an? Hoffen wir, dass alles vorbei ist. Ich lass mich für Komin doch nicht abknallen. Ich finde dich und dreh dir den Hals um. Dann können wir dich hier ausspucken. Das war interessant. Oh yes. So. Waffen wieder aufgeladen. Glaubst du, dass es hier spukt? Wieso machst du dir jetzt darüber Gedanken? Na, weil ich gewisse Dinge höre, Alter. Deshalb. Und weil ich wissen will, ob es hier spukt. Nein, hier spukt's nicht. Zufrieden? Ganz sicher? Der Laden hier ist locker 500 Jahre alt. Wenn das Licht aus ist, ist es hier total gruselig. Und dann diese Geräusche. Ist ein uraltes Gebäude. Daher auch die Geräusche. Hier sind eine Menge Leute gestorben, Mann.
Wenn Leute irgendwo sterben, dann werden die zu Geistern. Der Einzige, der hier stirbt, bist du, wenn du nicht langsam mal dein verdammtes Maul hältst. Geht das in deine Birne rein? Ja, ja, klar. Ja, anscheinend nichts. Dann ist halt jetzt beide tot. Oh, Scheiße! Tja. Wie der Plan aussieht, ganz einfach. Das Schwein wird durch die Tür kommen und wenn er das tut, dann legen wir ihn um! Was ist, wenn er durchs Fenster kommt? Dann erschießt du ihn! Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Damit es klar ist, keiner von euch geht, bevor dieser Fischer erledigt ist. Bis er auftaucht, haltet ihr das Maul und eure klaren Schuss bereit. Alles klar? Klar, Boss. Maul halten! Ganz ruhig, Boss. Sag mir nicht, dass ich ruhig sein soll. Bereit? Ich bin's nämlich. Ich bin mehr als bereit. Ich glaube, da zieht sich zu viel Koks rein. Ich höre nicht. Hört ihr irgendwas? Scheiße. Du, Anton, sieh mal nach. Sieh mal der Tür nach. Boss, ich sehe gar nichts. Oh. Gespräch zu Ende. Alles klar. Okay. Nagrim, hast du das gesehen? Ja. Die haben es noch nicht mal gesehen, überhaupt. Überhaupt, die haben nichts gesehen. Da ist viel zu viel Licht. Aber gut, so geht's ja auch. Der ist zu weit weg. Egal. Drei Stück nur? Wow. Wow! Alter! Du versteckst dich? Sollte einer wie du den Outcross erledigen? Voll in your face, Alter. Mich kriegst du nicht! Du hast es nicht drauf, hörst du? André Kogan, hast du irgendwas Schlechtes über meine Tochter gesagt? Oh Gott, nein. Ich hab nur Spaß gemacht, Mann. Ich hab's nicht so gemeint. Willst du mich verarschen? Ich schwör's dir, echt, Mann. Dann mach es wieder gut. Sag mir, weshalb sie sterben musste. Kannst dir nicht sagen. Wirst mich schon umlegen müssen. Okay. Es war nur ein Job. Die haben mir ein Bild gegeben und gesagt, dass sie eine Leiche brauchen. Es war nur ein Job. Denn die reicht mir nicht. Wer waren deine Auftraggeber? Kann ich nicht sagen. Ich arbeite immer noch für sie. Die würden mich umlegen. Glaub mir, die sind gerade nicht dein größtes Problem. Du verstehst nicht.
Die sind mächtiger als du und mächtiger als ich. Die haben mich sogar davor gewarnt, dass du kommst. Alter. Waffe runter, Fischer! Waffe runter! Nur einen Grund, sich aufzulegen! Du musst mit ihnen gehen. Einen Dreck will ich tun. Bitte. Dieses eine Mal musst du mir vertrauen. Wenn du mit der Eiskönigin sprichst, Fischer, dann hör auf sie. Ich wette, sie weiß eine Menge Sachen, die dich interessieren können. Wieso hat das so lange gedauert? Stehen bleiben! Keine Bewegung! Ja, genau, Fischer! Los, langsam! Zentrale, hier ist Ghost Hawk One. Haben den Panzer gesichert und kehren jetzt zur Basis zurück. In Ordnung, Grim. Nur dieses eine Mal. Wenn das eine Falle ist. Bin ich froh, wenn wir Schneewittchen abgeliefert haben. Und Reed erstmal. Hab seine Leute beim Hubschrauber gesehen. Er ist sicher ungeduldig. Colonel, ich habe uns so schnell es ging hergebracht. Ja, Oscar. Aber Tom Reed ist einfach kein geduldiger Mann. Colonel, ich will ja nicht drängeln, aber ich würde gerne mal über das Geld reden. Ich dachte, Corbin würde das regeln. Nun ja, es gab da diese Änderung. Zusätzliche Passagiere mit zusätzlicher Ausrüstung und dann noch ein längerer Flug. Oscar, sprechen Sie doch mit Mr. Reed, wenn wir ihn sehen. Er kümmert sich um Sie. Es war klar, dass jemand mit Sam sprechen wollte. Das war der Grund dafür, dass sie ihm mit Corbin eine Falle gestellt haben. Das war der Grund für seinen unfreiwilligen Heimflug. Er musste gefügig sein, als sie ihn auf ihren kleinen Privatflugplatz im Blue Ridge-Gebirge brachten. Hätten sie ihn nicht betäubt, hätte er ihnen den ganzen Laden mit bloßen Händen auseinandergenommen. Er ist wach. Benzin ist teuer. Colonel Prentice, Major Robertson, uns bleibt keine Zeit für Smalltalk. Gemäß Zeitplan müssen Ihre Männer abrücken. Es läuft alles wie geplant, Director Reed. Sie werden seit 0900 verlegt. Gut, sehen Sie zu, dass alles glatt läuft. Ich treffe die Vorbereitungen bei Third Echelon. Auf unserer Seite läuft alles klar. Habe ich nie angezweifelt. Meine Herren, entschuldigen Sie uns bitte. Ich muss kurz mit Frau Grimstad hier sprechen. Es gibt da noch eine Unklarheit. Natürlich. Major? Gut. Fischer gehört dir, Anna. Du hast ihn auf Malta eingepackt, du darfst ihn auch wieder auspacken. Finde raus, was er über die EMPs weiß, wieso er es weiß und warum er unserem Freund Corbin wehgetan hat. Könnte eine Weile dauern. Er wurde ausgebildet, um Verhören standzuhalten. Setz ein, was nötig ist. Drogen, Gewalt, mir egal. Beschaff die Antworten und lass ihn verschwinden. Sei diesmal nur etwas gründlicher. Ich versuche dran zu denken. Sonst noch was? Sieh zu, dass du anfängst. Ruf an, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich bin im Hauptquartier. Ich arbeite für Präsidentin Caldwell als Maulwurf bei Third Echelon. Reed ist der neue Director. Er arbeitet mit unseren Gastgebern, der Privatarmee namens Black Arrow, zusammen. Sie schmuggeln russische EMP-Technik über Malta ins Land. Und Reed blockiert sämtliche Ermittlungen in diese Richtung. Er pfuscht der Präsidentin rein. Reed bekommt von einer sehr einflussreichen Stelle Rückendeckung. Die Präsidentin kommt nicht weiter. Wir wissen, dass diese Leute was Übles im Schilde führen. Aber wir wissen weder, wann es losgeht, noch was es sein wird. Aha. Hilf du ihr doch. Ist doch sicher schön, mal wieder aus dem Büro zu kommen. Lass das. Ich brauche dich. Sobald ich was unternehme, fliegt meine Tarnung auf. Du gehörst nicht mehr dazu. Du kannst tun, was du willst. Nein, ich mache sowas schon lange nicht mehr. Erzähl das den Jungs, die du auf Malta umgelegt hast. Sie müssen glauben, dass du mich angegriffen hast und geflohen bist, sonst bin ich erledigt. Schlag mich. Sorg dafür, dass es echt aussieht, Sam. Grim, nur zur Erinnerung. Ich bin raus aus dem Spiel. Bist du nicht. Ein Wort über sie und du warst wieder am Start. Nur ein Wort über Sarah und du warst gleich wieder mittendrin. Was weißt du über sie?
Ich weiß, dass sie lebt. Wie ist das für den Anfang? Du lügst. Sie ist tot. Lambert hat es mir gesagt und sein Wort zählt deutlich mehr als deins. Sie lebt und ich weiß, wo sie ist. Ich wusste es die ganze Zeit. Du lügst. Warum sollte ich dir glauben? Ganz einfach, weil meine Leute sie haben. Wenn du mir hilfst, siehst du sie wieder. Wenn nicht, kann ich nichts für sie tun. Lüg mich nicht an, ich werde dich töten. Hast du verstanden? Ich werde dich töten. Ach, Sam, ich lüge dich jetzt schon seit Jahren an. Okay, ich... Okay, das reicht. Gut gemacht. Als Maul. Hier. Mein Auto parkt draußen vorm Tor. Ist ein roter T-208. Hab seinen GPS-Chip deaktiviert, damit Third Echelon ihn nicht orten kann. Nimm die Schwanenhalskamera, sie ist mit diesem Telefon verbunden. Das Signal ist verschlüsselt. Für den Fall, dass du einsam wirst? Damit ich ein Telefonat mit Sarah arrangieren kann, um dir zu beweisen, dass sie am Leben ist und es ihr gut geht. Verschwinde jetzt von hier. Draußen liegt C4. Schnapp's dir, könnte nützlich werden. Melde dich, sobald du's hast. Und was ist mit der Knarre? Ziel damit nicht auf die Falschen. Oh, keine Sorge. Okay, let's go, Leute. Jetzt geht's wieder rund. Du bist sowas von gefährlich, den muss ich echt nicht um mich rum haben. Wen? Reed oder Fischer? Du bist ja vielleicht ein witziges Kerlchen. Ja, ich gebe mir auch Mühe. Tja, merkt man gar nicht. Wenn du mich fragst, sind beide gefährlich. Fischer schlägt dir in die Fresse und Reed rammt dir ein Messer in den Rücken. Denken wir fürs Erste nur an Fischer, okay? Von mir aus. Oh, Scheiße! Grim, ich hab das Paket. Gut, hör mir zu. Die können mein Auto zwar nicht mehr mittels GPS orten, brauchen das aber auch gar nicht zu tun, weil sie einen Hubschrauber haben. Die ballern mich einfach von der Straße. Wir sind so weit draußen, dass es kein Schwein mitbekommen würde. Du musst den Hubschrauber also vorher ausschalten. Alles klar. Ihr sollt mit der Zündung aber noch etwas warten. Ob deine Freunde dich erschießen würden, finden wir es raus. Oder gegen die Wand drücken. Das sagst du doch ständig. Hab ich mich jemals geirrt? Was ist denn das überhaupt für ein Dreck? Abschirmbeschichtung. Und was ist drin? Kupfer auf einer Fiberglas-Matrix. Die Army hat das Zeug entwickelt. Unsere Forschungsabteilung hat es perfektioniert. Dann sind die ja doch für was gut. Wir machen auf die dämlichsten Fehler. Achtung, Abschnitte überprüfen. Vorher testen. Achtung, Abschnitte. Geil. So muss das sein. Oh nein!
Mist, dieses Schwein! Au! Den hat's erwischt! Scheiße, was ist hier los? Hier rennt einer auf unserem Flugplatz rum! Machen wir dem ein Ende, bevor Robertson es merkt! Komm raus, du Feigling! Ich drehe hier, wenn's nötig ist! Da! Ich finde ihn. Das schwöre ich. Ich weiß, dass du hier bist! Kannst genauso gut rauskommen! Nur noch einer, okay. Oh Mann, scheiße! Keine Sorge, Kumpel. Ich finde denjenigen, der das gemacht hat. Wenn du denkst, du könntest dich verstecken, hast du dich getäuscht. Der Flugplatz ist zu klein dafür. Meinst du? Die Nummer läuft nicht, Mann. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Tja, falsch gedacht. Grim, ich habe mich um den Hubschrauber gekümmert. Jetzt ist das Sturmnetz an der Reihe. Okay, die Jungs von Black Arrow haben ganz schön dran rumgefrickelt, als sie den zivilen Flugplatz für ihre Zwecke umgebaut haben. Dann ist es überlastet und instabil. Die Stromrelais sind vermutlich die Schwachstelle. Wo finde ich sie? In einer der Baracken wurde eins installiert. Es ist im Gebäude. Da werde ich mein Glück versuchen. Aber mich kurz auf stumm gestellt, damit ihr mich denn nicht ständig husten hören müsst. Kein Corona oder so, einfach rauher husten. So, meine Lieblingsknarre. Wollen wir mal eine andere nehmen? Mal gucken, hat die ja, Schalldämpfer. Nehmen wir mal die. Okay. Achtung an alle. Der Speisesaal bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wo macht es denn hier noch Licht? Weil hier ist, genau hier ist noch Licht. Achtung, Achtung. Komisch. Die Schießübung wurde auf 0800 verschoben. Na gut. Ich wiederhole, die Schießübung wurde verschoben. Shit. So groß ist er! Kopf einziehen! Scheiße!